Bummeln ist ausdrücklich erwünscht. Weimar eröffnet die Marktsaison und lädt alle Bewohner zu einem verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt. Mit einer Inzidenz von unter 86 dürfen ab morgen für 3 Tage auch der Einzelhandel, Museen, Galerien und Gedenkstätten öffnen. Betreten nur mit negativem Testergebnis zwar, aber die Bewohner freut's. Top, heim und frei, wird langsam Zeit. Also wenn sich jeder an die Abstandsregeln hält, sollte da nichts passieren. Ja, es ist insofern durchaus richtig, dass man eben auch Dinge zulässt, weil ansonsten verlagert sich alles ins Privatleben und die Leute treffen sich dort. Funktioniert das Weimarer Modell, sollen Gastronomie, Sport und Kultur bald ebenfalls öffnen dürfen. Kulturelle Modellprojekte sieht der Berliner Weg nicht mehr vor. Bei einer Inzidenz von 123 werden Probekulturveranstaltungen ab sofort ausgesetzt. Es soll Homeoffice und Testpflicht für Unternehmen geben. Der Senat zieht zwar nicht die Notbremse, aber schaltet einen Gang zurück. Negatives Testen ist Voraussetzung für den Besuch von Kaufhäusern, von Geschäften, von allen nicht systemrelevanten Bereichen. Auf diese Zahlen muss man reagieren, man muss das ernst nehmen, was passiert. Und das wohl deutschlandweit. Nur noch 3 Bundesländer liegen, hier Herod, unter der 100er-Inzidenzmarke. Am 13. März waren demnach über 2700 Covid-Patienten auf der Intensivstation. Nun sind es mittlerweile mehr als 3300. Auch Mecklenburg-Vorpommern zieht die Bremse an, denkt sogar über Ausgangsbeschränkungen nach. Eine Maßnahme, die für viele mittlerweile unumgänglich ist. Aus meiner Sicht ist es richtig und wichtig, da anzusetzen, wo die Hauptinfektionsmaschinerie funktioniert. Und das ist in Zuhause, Familie, Freundeskreis und auf der Arbeit. Und wenn man tatsächlich da drehen will, muss man sicherlich auch die heiße Kartoffel der Ausgangssperre anfassen. Doch die will gar nicht jedes Bundesland anfassen. Lockerungen hier, Verschärfungen dort. Ostern hält für jede Region was anderes bereit.